Während die Upsis jetzt im Backofen sind, kann ich ja schon mal hingehen, weil ich das ja als Pizzaboden benutzen möchte. Mache ich jetzt schon mal die Tomatensauce fertig. Ich habe hier jetzt ein bisschen Tomatenmark in ein Dessertglas getan. Und jetzt nehme ich erstmal ein bisschen Salz. Pfeffer. Knoblauchsalz. Achso, also aufmachen. So, und ich habe hier noch, das habe ich glaube ich bei Penny oder so geholt, Kräuter der Provence. Also ich mache die Kräuter lieber in die Soße anstatt oben auf die Pizza. Aber das kann ja jeder selber entscheiden, wie er das lieber mag. So. Und damit das Tomatenaroma ein kleines bisschen mehr rauskommt, mache ich dann ein ganz kleines bisschen Zucker noch mit da rein. So, jetzt mischen wir das Ganze mit Wasser. Erstmal ein bisschen. Also wie ihr seht, da braucht man nichts Fertiges aus dem Glas kaufen. Das ist aus Ruckzuck selber gemacht. Und ich finde, es schmeckt bei weitem besser. So, mal eben probieren, ob das Ganze auch schmeckt. Ja, kleines bisschen Salz noch. Wunderbar. So, und jetzt ist die Tomatensauce auch schon fertig.